Und da kommt Sünsch wieder und da fliegt der Klo und da ist der erste Kill. Vladimir entkommt mit seinem Leben noch. Und da sieht er hier den nächsten, der Joanne, die kann natürlich kurz wegrennen, aber mit dem Speed, den Sünsch da drauf hat, wird natürlich nichts mehr irgendwas. Oh, nice gemacht, bringt ja aber... Ah, okay, Sünsch dreht um. Dreht um oder soll er nicht um? Er hat auch Ulti aktiviert, wie man gerade sieht. Okay, Ulti ist alle. Wenn er so zischt, der Sünsch, dann hat er seine Ulti aktiviert. Und dann grabt er sie doch noch. Oh mein Gott, da hat er sich doch noch gegrabt. Finishing rennt er natürlich vollkommen sinnlos rein. Das geht natürlich nur mit Sünsch da rein zu rennen. So, ich komme hier mit meiner doch leicht verkackten Ulti. Da wollte ich eigentlich was treffen, aber hat nicht ganz geklappt. 12 zu 3 momentan und jetzt wird man sehen, das Spiel nimmt langsam ab. Wir haben die Hälfte des Spiels geschafft. Ich spule mal jetzt hier ein bisschen vor, weil ich keinen Bock habe, 50 Minuten lang zu quatschen. Ich war auch nicht 50 Minuten hochgeladen. Wir sind jetzt hier, ach, auf jeden Fall. Den haben wir jetzt gerade so ein bisschen gewonnen. Sünsch ist unten auf der Botlane. Die von hinten wird gejagt. Ich gehe runter. Und da kommen wir nicht. Genau das habe ich gemeint. Da habe ich dann noch mit meiner W geholt. Und macht der Journey den Drachen. Hier ist deiner Teamfight. Und dann da kriegt der Gegner den Kill, flasht aber noch weg. Und wir kriegen ihn nicht. Und da geht der Teamfight und oh. Nichts da. Jetzt komme ich. Und dann kommt der Fist und Raff, dass ich ihn verfolge. Und stirbt am letzten. Das war auch eine Aktion. Er stirbt wirklich am letzten Schuss noch. Ja, der war jetzt auch wieder so ein Ding. Den Kill hätte ich jetzt eigentlich nicht gebraucht gehabt. Das war jetzt, da kommt Fiddlesticks. Oh, Fiddlesticks kommt rein. Sie rennt weg. Oh mein Gott. Schafft's mit übelst wenig Leben? Raff ich das? Ja, genau. Ich raff's nicht. Fiddlesticks. Und... Super. Da kommt... Und jetzt kommt da ein Dings hier. Da habe ich natürlich absolut keine Chance gegen den Tank. Und dann noch gegen Crazy. Was soll ich da machen? Soraka, ja, versucht sich noch aufzuhielen irgendwie wahrscheinlich. Und stirbt auch. Da fliegt Ulti und tot und jetzt rennt er natürlich wieder dem Sitz hinterher, verlieren all ihr Leben. Das war so dieses Ding, Mordekaiser will natürlich unbedingt hinterher, weil er seine Ulti draufgesetzt hat auf den Sinsch. Ja, aber das wird wohl nichts. Und da stirbt er dann. Eines jämmerlichen Hai-Todes. Das war eine mega gute Ulti-Kombination, dass er ihn da nochmal reingeholt hat in den Hai-Ding. Ich weiß nicht, ob das geplant war, aber es war auf jeden Fall geil. Blitzcrank, naja gut, ich weiß nicht, ob der Typ zum Lachen hatte. Der hat keine besonders gute Score hingelegt da und ich muss auch sagen, die Botlane alleine hätte das Spiel nie gewonnen. Da hat er meine Ulti abgebrochen, der Fiddlesticks. Hier sehe ich natürlich, dass die beiden da unten sind. Oh, da sind die Kräfte und da bin ich dann wieder gestorben. Ja, da haben sie mich dann bekommen. Das war nicht so die Sache. Alle fünf Gegner jetzt hier. Soraka wird gestoht. Ah, okay, der Johnny springt rein als Tank. Wird aber nach hinten gehauen, verliert eine Menge Leben dabei. Auch Sünsch verliert Leben, wird aber nicht gekillt, leider. Das war so eigentlich unser Ziel, wir haben versucht Sünsch irgendwie sofort rauszunehmen. Ich weiß, Sünsch ist der Tank, aber in dem Moment hat er einfach so viel Schaden gedrückt, dass es unmöglich war, ihn drinnen zu lassen, ohne zu verlieren. Da wird Mordekaiser geköpft und Mordekaiser stirbt auch. 2 gegen 5 ist immer noch und da kriegt die Ulti. Ach ne, 3 gegen 5, okay. Ich natürlich tot, sind Pferd verkackt, Fake, Dings raus. Ich komme natürlich an, Speedschuhe angehabt. Und versuche hier noch irgendwie den Tower zu retten, klingt aber gar nicht. Da fliegt die Ulti. Und ich entkomme da glaube ich noch, ja. So, da haben wir den nächsten Kill und jetzt hier drauf und versuche hier noch irgendwie zu helfen, sterbe aber jämmerlich. Er stirbt dann im Endeffekt nicht auch. Aber er killt ihn, Blitzkrieg kommt davon. Und schafft es da noch? Schafft er noch den Blitzkrieg holen? Ne, macht er den nicht. Okay, oh, da kommt der Blitzkrieg. Rausgegangen.
Zweier verfolgen ihn. Ist vielleicht nicht so intelligent, weil man nicht weiß, wo der Gegner, wo das Rest der gegnerische Team ist. Ich weiß nicht, haben sie die echt verfolgt? Hab ich gar nicht beobachtet. Höchst das oben bleibt. Die gehen wirklich bis hierher mit, das ist ganz schön gewahrt. Oder macht dich echt noch den Kill jetzt, oder? Er macht echt noch den Kill von Blitzcrank. Alter Schwede, über die ganze Map verfolgt, nicht gekillt worden dabei. Und dann echt noch den Kill am Blitzcrank gemacht. Hier noch den Blue-Buff mitgenommen. Fizz hätte die locker aufhalten können, hat er nicht getan. Er hat lieber oben mal seine Lane verwendet. Hier komme ich hoch gegen Fizz. Oh, hier sind... Okay, dann greife ich mal ein bisschen das hin. Ich gegen Fizz. Fizz versucht mich da irgendwie und go, go, go. Da fliegen die ersten Effekte. Er denkt, okay, er gibt mich. Oh ja, da hat er einen Ulti getroffen. Allerdings habe ich natürlich Leben drauf gehabt und am Ende das wird da natürlich nicht viel. Da sieht man schon, Sinch hat jetzt einen mega harten Tank. Einfach mal nur der 10-6. Und dann kann auch unser Tank nichts mehr machen. Wird einfach nach hinten geworfen. Und verliert da Leben bis zum geht nicht mehr. Da kommt der Clou genau in die richtige Stelle. Und da fliegt das dann von Sichuan. Die Ulti und das war natürlich jetzt nicht wirklich von mir. Sinch geht da rein. Man muss natürlich versuchen, den Sinch zu killen und dann muss man einfach mal auf alle vier gleichzeitig reinrennen in den Sinch und ihn auch wirklich holen, weil sonst passiert sowas, da ist der erste Kill. Jetzt hauen sie sowieso weiter drauf, aber ja, kriegen ihn einfach nicht und da ist er endlich tot. Ich bin momentan, glaube ich, ausgenockt, genau, ich hatte es hier oben, glaube ich, rausgehauen gerade in der Aktion und darum können wir auch gerade nicht pushen, weil die gerade viel zu wenig Leben haben zum Pushen. Ping zwar, das Pushen bringt aber auch nicht viel. Da habe ich in dem Moment überreagiert. Also was das Ping angeht, ist so überreagiert und einfach. Dieser Journey macht Drachen. Hier kommt es jetzt wieder zum Teamfight. Der Journey kommt langsam hoch, hat natürlich wenig Leben. Ich sehe die Leute hier drinnen stehen, hau die Ulti. Sitzt momentan nicht sichtbar für uns. Kommt da unten an. Push die Lane wahrscheinlich ein bisschen durch. Okay, hier war es dann recht ab. Sitch pusht die Lane immer weiter, man sieht's hier. Ja, das war halt unser Fehler, wir haben echt nicht... Ich achte da eigentlich ziemlich sehr drauf, dass die Lanes nicht gepusht werden, aber in dem Game habe ich einfach nicht drauf geachtet, weil mir der Sitch so auf die Nerven ging. Man sieht es, ich bin 3 Level über allen anderen und hatte einfach keine Chance gegen den Sitch. Jetzt da ist halt völlig nicht mal fett. Ich jump hier auch easy aus dem Fiddlesticks raus, also die waren echt nicht gut, die Leute. Da fliegt auch die Ulti und da ist der Sitch da und ja... Weil so ein Starmer war das halt gut für uns. Hier verfolgt er ihn. Ich hab's überlebt gerade so. Er schafft es nicht mehr. Übrigens auch ein Deutscher dafür, dass der Sinch gewesen, wenn man am Namen sieht. Auch dieses Kürzchen war deutsch. Glaube ich, keine Ahnung. Ja, hier fliegt jetzt fällt jetzt der erste Tower, kann natürlich keiner mal verteidigen. Aber hier ist der Journey beteiligt nochmal. Zinsch pusht natürlich unten weiter. Ich komme jetzt hier rein. Hau die Ulti und da ist der Affe tot. Der Giovanni holt sich hier noch Fiddlesticks, oder? Alter, habe ich Fiddlesticks nicht bekommen wegen dem Minenziel erstanden. Hab's dann aufgegeben, hab mir gedacht, okay, bevor ich jetzt sinnlos irgendjemanden verfolge. Hab dann unten gesehen, scheiße, Zinsch taucht am Dings. Da ist noch gleichzeitig Mordekaiser losgerannt. Vladimir kommt auch gleich hinterher. Und da haben wir versucht, den Zinsch diesmal irgendwie von hinten zu erwischen. Also ich habe versucht. Zinsch rennt weg, denkt sich, okay, gut. Lass ich zum Gift her und da geht's los hier jetzt. Soraka rennt natürlich sofort wieder ins Gift rein. Er huscht hier, guckt, okay, Leute, die Leute rennen da unten lang. Und damit hat er nicht gerechnet. Rückgestand. Ich komme von hier. Er will das da rein, okay. Und da fliegt die Ulti. Und... Nee, da haben wir nicht bekommen. Oh mein Gott. Er zündet seine Ulti. Fiddlesticks stirbt. Oh, Soraka. Oh. Ah ne, er kommt direkt auf uns zu. Okay, alles klar. Ich sehe gerade... Greifen wir auf den Elisi an. Wir gehen jetzt gemeinsam hier auf ihn drauf. Er kriegt mich verdauen, aber er kriegt mich nicht down. Dreifach tot.
Tötung für das blaue Team. So, und jetzt ist auch gleich das Spiel endet sich seinen letzten Zügen. Ich erhöhe nochmal. Wenn ich hier versuche zu killen, kriegt sie hin, nutzt zurück, hier entwickelt den Tower, wir kriegen den Nexus. Ich gehe mal noch ein Stück höher. Ich gehe durch oben. Oh, hier geht's wieder. Hier kriegen sie mich. Ja, der hat natürlich auch mega verkackt sofort. Der Johnny rennt noch weg, kriegt es auch hin, weil er wird seinen Krebs dann doch verkackt. Ja, aber ich werde verkackt, das ist das wahrscheinlich auch gewesen. Und der Johnny, da holt sich den rüber. Ich spiele das alles mal gerade ein bisschen schneller ab, weil das doch ein recht langes Aufnahmeding hier gerade ist. Sitch pinkt oben, alle zurückziehen, das bringt nichts mehr, wir müssen uns jetzt verteidigen hier. Was ziemlich gut ist in dem Moment. Wir natürlich als offensiv starke Mannschaft in dem Moment haben versucht weiter zu pushen. Da ist der Turm noch gegangen, sind schon nicht da hier oben. Das war jetzt das Ding, wir haben den ADC gekillt, haben uns sofort, nachdem wir ADC rausgenommen haben, hier sieht man, wir nehmen gleich den Küffer mit raus. Da hat er jetzt voll, das wollte ich nicht nehmen. Und dann hier fliegt der Fiddlestick stirbt hoch. Da etwas neben Fiddlesticks stirbt, genau. Und Dreifachtötung für das, und da hat er wieder eine Dreifachtötung gekriegt. Stimmt, hier stirbt er, wir haben einen Blue Buff gehabt. Hat jetzt mitgenommen, ja, wir haben das ehrlich gehört. Aber die beiden haben sich geschafft zu pushen gegen Fiddlesticks. Das war natürlich. Der war alleine. Alles da. Ja, dann kam Fizz gleich noch dazu, hier zu wieder mit und da war es natürlich vorbei mit Pushen. Jetzt, wir haben alle gleich einen Cooldown noch gehabt, im Moment passiert es gerade nicht viel. Er geht weg, wir rennen alle los, ich push da unten kurz noch, hol mir meinen Full Equip zu. Hier wird diese Gefahr jetzt hier und jetzt wird vom letzten Push angesetzt. Das ist jetzt der spielentscheidende Push gewesen. Da hat sich gerade alles versammelt. Das ist halt mega nach hinten gegangen. Die Leute haben gedacht, okay, wir warten hier. Aber da war nichts mit warten. Alle gekillt, Spitzkill überlebt. Jetzt genau, jetzt haben wir hier den Dragon sofort gemacht. Bam, 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 bam. Dragon rot, durchgejumpt und gesagt, okay, oh, hier sind schon viel. Holen wir uns den Wünsch. Ich habe versucht, irgendwie Zeit zu schinden, wegzurennen. Ich habe mir gedacht, okay, gut, dann lassen wir das in den Wünsch, dann renne ich lieber vor. Und holen wir die Türme. Hier, Wünsch, Wünsch kommt und... Ah, ne, habe ich doch nicht... Also, Wünsch zu killen war echt so ein Ding. Das hat echt, war echt kompliziert. Man sieht ja auch, ich habe 22, 9, 16 jetzt, das ist ein echt heftiges Score. Ich komme auch langsam, also ich habe momentan so, dass wenn ich Lucian spiele, ist meine Lane eigentlich zu 90% immer dominierend. Da ist der wirklich mittlerweile sehr gut kann und man muss auch sagen, ist einfach dann der einfachste ADC, die es gibt. Switch kommt hier mit halbem Leben durch, ich glaube, wenn der Full Life gewesen wäre, dann hätte er echt Probleme gehabt. Dann haben wir gesagt, okay Leute, komm hier, Zinsch ist kurz weg. In der Base, holen wir uns die Tower, erster Tower down, sofort zum zweiten Tower, zweiter Tower down. Und dann wollten wir uns den Nexus holen. Ich dachte mir, okay, wir greifen an den Nexus an. Nee, haben sie nicht gemacht, die haben alle was anderes gemacht. Ich dachte, wir greifen einfach gemeinsam weg, dann gewinnt das Ding hier. In dem Moment aber dann nach hinten losgegangen, ich habe versucht nur irgendwie zu fliehen. Hab's auch geschafft, achso, ich hab's, nee, hab ich's geschafft? Doch, ich hab's geschafft, genau. Ich konnte fliehen. Bin in den Jungle, man sieht, dass Fortune pusht unten durch, das habe ich auch gepinkt, aber ich konnte in dem Moment nichts machen. Lol. Ah, das ist ja aber mega knapp gewesen. Blitzkrieg versucht hier ein bisschen Leben zu kriegen. Hält natürlich keiner dem Fortune auf, denn Johnny braucht ewig in der Base. Man muss jetzt mal gucken, die braucht wirklich ewig. Bisschen okay. Ja, da fällt der Inhibitor natürlich. So, dann hier, ich versuche dann noch irgendwie durchzupushen. Schaff's aber nicht wegen Fiddlesticks einfach stumm und dann tot zu tot ist. Ja, sind halt echt die falschen Champions gewesen, um da irgendwie allein solo zu pushen schnell noch. Sie kriegt die Dings auch echt gar nicht, also naja gut.
Unser Jungler hatte so einige negative Dinger gerissen, aber im Endeffekt muss ich sagen, waren alle ganz gut. Es waren halt einfach der... Ich muss sagen, der Zinsch hat einfach alles gerissen. Ohne den Zinsch wären die gar nichts gewesen. Man sieht auch, meine Zinschs Farm sind einfach überkrass. Fist hingegen hat absolut gar keinen Farm. Der gegnerische ADC, den habe ich locker outfarmen. Mordekaiser auch überhaupt keinen Farm. Der Vladimir hat ganz gut Farm eigentlich. Also der Zinsch, der hat auf jeden Fall den Vladimir mega outfarmen, genauso wie ich meine ADC. Mein Gegner ADC, da ist nichts gelaufen. Und jetzt kam hier der finale Push jetzt hier, der dann nach hinten losgegangen ist. Ich war noch 10 Sekunden tot. Die Leute kommen, pushen ihre Lane. Unsere Leute gehen natürlich schon rein, was ich natürlich überhaupt nicht wollte. Gehen schon rein, gehen schon rein, gehen schon rein. Da komme ich von hinten. Versuche mich irgendwie aus dem Kampfgeschehen rauszuhalten. Versuche mich da hinten zu bleiben. Ja, versuche ich es da hinten zu bleiben, genau. Da trifft mich erstmal die Fist Ulti. Soraka hielt mich auf. Und das war, glaube ich, jetzt mein Fehler hier, genau. Ich will hier was gucken. Ich will von hinten, genau, ich wollte rumrennen und von hinten pushen. Und da kamen natürlich alle an sofort und dann war ich natürlich tot. Zinsch kam noch an, ich habe versucht, meine Ulti noch zu töten. Angegrabt und tot. Und natürlich habe ich jetzt gepinkt hier, Leute. Verpisst euch da, das wird nicht. Haut ab. Flieht. Haben sie auch erst gemacht hier. Man sieht es hier oben. Die haben angefangen zu kämpfen gegen den Blitzbring, weil sie die Beute war, haben sie sich gedacht. Ja, da kamen sie nicht oben dann. Dann haben sie hier weiter gepusht. Haben sie es dann nicht gekriegt und... So, man sieht es hier unten. Unten sieht man es hier. Die Minions pushen da gerade alle Türme durch. Keine Chance, weil wir mit dem Deepfight sind. Wir haben das nicht gerafft. Ich habe auch voll auf den Deepfight geachtet. Im Moment habe ich drauf geachtet. Ja. Alle Lanes total durchgepusht. Das ist das, was eigentlich nie passieren darf. Da sieht man jetzt hier. ADC geht auf die Top-Lane. Pusht da weiter. Die pusht die Mitte weiter. Mordekaiser kann die Mitte verteidigen, kann aber die Top nicht verteidigen. Unten pusht die Linie sowieso durch. Die blauen Turm unten am nächsten Sekunde verloren. Und das war dann so das Ding, wo dann, ja, wo es dann einfach vorbei war. Jetzt sehen wir die letzten 3 Minuten jetzt hier nochmal ein bisschen Feig, da wird auch der nächste Turm gemacht. Da habe ich versucht, den Sinn schon wieder zu verfolgen, hat aber ansonsten gehabt, dann hat er mich durchgeköpft und... Ich hab's zwar überlebt und da stoppt dieses Ding. Ah, ich bin doch noch am Gift gestorben. Jungler verfolgt hier den Zinsch, hat aber allerdings keine Chance dagegen. Zinsch geht back, hier die pushen durch. Wir haben 2 Gegner gekillt. Zinsch chillt sich gerade wieder auf, da... Ein Inhibitor des blauen Teams wurde zerstört. Da kommt Finishnick, macht Scheiße. Finishnick stirbt, so... Ah, nee. Oder? Nee, doch, 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 doch. Hier sterben Finishnick und so. Sterben doch hier, gell? Ja, genau. Genau, da komme ich. Und da stirbt der Zinsch das erste Mal wieder. Und Finishnick stirbt. Jetzt sag ich nur, Leute, lasst uns durchpushen. Lasst uns schnell durchpushen. Die haben jetzt halt den Baron gemacht. Jetzt müssen wir das hier reißen, habe ich gesagt. Aber dann kamen die Leute natürlich nicht sofort mit. Und jetzt sieht man es hier. Hier sieht man es hier, da ist einfach... Da waren auch schon die Gegner... Und ich wollte... Das war so eine Aktion von mir, da hätte ich mich erschießen können. Moment. Nein. Ich will das die Stelle hier nochmal haben. Terminiert. Nein, ich will die Stelle... Ich will... Ach mein Gott, komm. Nein, ich will doch... Sag mal. Hallo? Terminiert. Terminiert. Genau. Das violette Team hat Baron Nashor getötet. Jetzt geht's hier ab. Normal. Und an der Stelle... Jetzt läuft's irgendwie gerade...
Was ist denn jetzt los? Irgendwie läuft hier gerade gar nichts mehr richtig. Hier. Okay, lass mir das. Auf jeden Fall habe ich hier mich zurück teleportieren wollen. Und ich habe in letzter Sekunde habe ich abgebrochen. Ja. Und gewonnen haben natürlich nicht wir, sondern das Gegnerteam. Das kann ich jetzt gerade leider nicht zeigen. Das war das Spiel. Commentary, ich weiß nicht, wie lange das jetzt geworden ist. Es ist bestimmt 30, 40 Minuten lang geworden. Also es wird auf jeden Fall ziemlich lang gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ein sehr anstrengendes Spiel. Im Endeffekt gab es ein, zwei Fehler von mir. Und auch dann das mit den Minions war natürlich ein sehr grober Fehler. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und der Wolke knistert im Hintergrund die ganze Zeit rum. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.